Damit beim Schreiben der Arbeit Zeit gespart wird, kann es sinnvoll sein, Inhalt und Formatierung voneinander zu trennen. Denn oft fängt man während dem Schreiben bereits an, Bilder, Texte und Ähnliches zu formatieren und wird dabei aus dem Schreibfluss gerissen. Deshalb empfiehlt es sich, ein Programm zu verwenden, das keine Formatierung zur Verfügung stellt. Beispiele hierfür wären Outliner, Mindmapping-Tools zur Strukturplanung und Markdown. Ein Strukturplan hilft dabei, die Arbeit inhaltlich zu gliedern, den Anfang des Themas besser zu definieren und den Aufbau und den Inhalt zu verstehen. Eine weitere Technik, die bei der Kategorisierung von Themen helfen kann, ist Mindmapping. Es wird vor allem dazu verwendet, um Ideen zu sammeln und eignet sich auch gut für das Brainstorming. Außerdem ist es sehr hilfreich für die Planung, Organisation und vor allem Strukturierung der wissenschaftlichen Arbeit. Bei der Erstellung einer Mindmap hilft der Vergleich mit einem Buch mit seinen Kapiteln. In der Mitte von einem Zettel schreibt man das Buchkapitel, also das zentrale Thema der Arbeit. Davon ausgehend schreibt man die Kapitelüberschriften, also die Hauptthemen, und verbindet diese mit dem zentralen Thema. Nun folgen Unterkapitel. Ein Werkzeug, das nur wenig Formatierung zur Verfügung stellt, ist Markdown. Damit kann man sich hauptsächlich auf das Schreiben konzentrieren. Möchte man jetzt ein Wort kursiv schreiben, setzt man vor und hinter dem Wort ein Sternchen. Werden zwei Sternchen gesetzt, wird das Wort fett. Mit einem Rautezeichen kennzeichnet man Überschriften. Je mehr Rautezeichen verwendet werden, desto mehr Überschriftsebenen, also Unterkapitel, hat man. Bei Markdown gibt es mehrere Programme und auch Online-Dienste, die eine Vorschau während dem Schreiben anbieten und es auch ermöglichen, das fertige Dokument als Word-Datei oder ähnliches zu exportieren. Beispiele hierfür wären IA Writer und HackMD. Ist der Inhalt des Textes nun vollständig, kann er in ein Textverarbeitungsprogramm übernommen werden, bei dem man das Format einstellen kann. Es kann sein, dass es bereits Formatvorschriften von der Schule gibt oder sogar eine Formatvorlage, die zur Verfügung gestellt wird.